Am vergangenen Wochenende fand vor dem Schlosshotel Bensberg zum 8. Mal der Schloss Bensberg Classics Event statt. Vor 3 Jahrzehnten wurden Oldtimer noch als Hobby von ein paar Exoten belächelt. Heute drängen sich alleine in der Bundesrepublik während der Saison weit mehr als 500 Termine für historische Fahrzeuge. Zu einem echten Top-Event hat sich Schloss Bensberg Classics entwickelt. Für 2 Tage verwandelt sich das Areal von Schloss Bensberg vor den Toren von Köln in eine fröhliche Welt der Automobilliebhaber. Mit Concours d'Elegance, Rallye und Genuss auf höchstem Niveau. Die Mischung macht's. Spitzengastronomie, der hochklassige Concours d'Elegance am Sonntag und die Rallye-Historik am Samstag mit über 100 rollenden Raritäten. Rund 200 Kilometer führte die Rallye-Historik durch das Bergische Land. Mit dabei war auch ein BMW Dixie DA1 Ile Roadster von 1927 aus der Motorworld Collection. Mit seinen 15 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von ca. 78 km pro Stunde war die Rallye eine echte Herausforderung für den kleinen Vorkriegszwerg. Doch der kleine Roadster mauserte sich zu einem Publikumsliebling. Er stellte sich auch in der Kategorie Under the White and Blue Sky, 100 Years of BMW, der Wertung durch die Jury für den Concours d'Elegance. Am Ende durfte der Kleinstwagen am Sonntag über die Rampe fahren und holte sich den 3. Platz in seiner Kategorie. Sieger in der gleichen Kategorie wurde der BMW 507 Roadster von 1957, der gleichzeitig auch als Publikumsliebling mit dem Preis Best of Show bei Public ausgezeichnet wurde. Besonders laut wurde es, als der Sieger der Klasse The Spirit of the 70s, Motorsports Cars of the 70s, über die Rampe rollte. Der Ferrari 365 GTP-4 Competizione von 1973. Ebenfalls sportliche Gene besitzt der Sieger in der Kategorie Best of Both Worlds, European Sports Cars with American Power, der Iso Grifo A3C Stradale von 1965. Täuschend ähnelt der extrem rare Vette Ventura Apollo 5000 GT einem Ferrari. Doch seine Gene liegen in der italienischen Firma Intermeccanica. Das gezeigte Fahrzeug dürfte das einzige Apollo 5000 GT in Deutschland sein. Riviera Feeling bietet der Ciata 1400 GS Spider SL. Und so konnte er auch in seiner Klasse Rare European Sports Cars über die Rampe rollen. In diesem Jahr feierte die Firma Carrozzeria Touring ihren 90. Geburtstag und der deutsche Sammler Heiko Seekamp konnte sich mit seinem Alfa Romeo 6C 2500 SS Aerolux über den 1. Platz in der Kategorie The Art of Lightness freuen. Ebenfalls von Touring gebaut ist der Sieger in der Sonderklasse Schönstes offenes Fahrzeug, der Alfa Romeo 6C 1750 Touring von 1933. Die Juroren verliehen schließlich dem Ferrari 340 America Touring Berlinetta von 1951 den begehrten Preis Best of Show bei Jury.